Ja, willkommen beim zweiten Teil. Das ist jetzt so, das ist jetzt hier direkt die alte Weser. Hier kannst du baden gehen. Hier ist der Strand. Nur für Menschen. Es sind extra Schilder rechts und links, wo man sieht, dass die Hunde an dieser Stelle nicht erlaubt sind. Bin ich später, also vielleicht 400 Meter weiter, sind aber Hunde schwimmen erlaubt mit Menschen. Was hier ein bisschen das Problem ist, wir haben hier ganz oft wieder Blaualgen drinne. Manchmal ist gesperrt, manchmal nicht. Leute halten sich dran oder halten sich halt nicht dran. Man kriegt hier extrem Hautausschlag, kann man denn kriegen. Und das Problem hier so ein bisschen dran ist, wiederholt sich jedes Jahr wieder seit ein paar Jahren, weil man sich hier nicht entscheiden kann. Früher gab es diese Probleme nicht. Früher war hier einfach nur die Möglichkeit, dass die Menschen hier schwimmen und fertig ist. Und seit die Hunde hier quasi mitschwimmen dürfen, haben wir das Problem mit den Blaualgen. Ob es da jetzt daran liegt, weiß ich natürlich nicht. Ich bin kein Wissenschaftler, aber es ist halt so auffällig in den letzten Jahren. Wir haben nicht mehr so diese Wasseraktivität drin, aber da kommen wir wahrscheinlich nachher noch zu. Vorne ist nur eine Schleuse, hier hinten würde eine Schleuse fehlen, wo das Wasser wieder raus könnte. Wir haben hier ein stehendes Gewässer, gerade wenn man vorne zumacht. Die züchten hier auch für die Angler Fische drinne. Wahrscheinlich ist das eher das Problem, wenn man sich hier nicht entscheiden kann. So, und da wird man eine Lösung finden müssen, auch früher oder lang. Aber das geht ja jahrelang so nicht weiter. Also jetzt aktuell schwimmen die Leute drin, wie man sieht, wird wohl okay sein. Aber wir hatten jetzt ein paar Mal schon gehabt, dass hier gesperrt worden ist. Und hier müsste man eine Lösung mal erarbeiten, was man eigentlich will. Das fällt hier so ein bisschen als Regenerationsgebiet für die Leute raus. Natürlich bei Corona war das hier immer alles brechend voll. Hier hat sich nie einer dran gehalten an irgendwas. Ja, hier kannst du dich quasi entspannen und erholen mit Abstand, kein Problem. Ja, jetzt schenken wir mal ein bisschen rum. Was man da jetzt da hinten sieht, das ist jetzt eigentlich die Weser. Die ist da begradigt worden und das andere, was wir hier eben gesehen haben, das ist ausgebaggert worden. Das ist der alte Arm quasi, deswegen nennt man das alte Weser. Jetzt kann man so ein bisschen rumschwenken. Hier hinten, das sind auch noch so alles so Gebiete, wo Bäume stehen für die Vögel und sowas. Und ihr müsst euch hier Rasen vorstellen, der blüht. Bei der Hitze momentan ist das so, dass aber alles verblüht ist. Ja, das ist hier so also der Stand der alten Weser von Badestrand aus gesehen.